Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Moos Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aus gegebenem Anlass spreche ich heute über das Thema Schnittschutz, da wir neue Schnittschutzbekleidung ins Programm mit aufgenommen haben. Das erste, was ich gerne klären möchte, ist, was steckt eigentlich hinter einer Schnittschutzbekleidung? Was bedeuten diese Schnittschutzklassen? Es gibt insgesamt 4 Schnittschutzklassen, zumal die Schnittschutzklasse 0 und die Schnittschutzklasse 3 nicht mehr wirklich geläufig sind. Die meisten Schnittschutzklassen, die eben genutzt werden, gerade in Deutschland, ist eben die Schnittschutzklasse 1 und die Schnittschutzklasse 2. Schnittschutzklasse 1 sagt aus, dass ich mit Kettensäge hantieren darf, wo das Kettensägenblatt eine Umlaufgeschwindigkeit von maximal 20 Metern pro Sekunde hat, und bei der Schnittschutzklasse 2 darf das Kettensägenblatt eben nur eine maximale Umlaufgeschwindigkeit haben von 24 Metern pro Sekunde. Jetzt könnte man meinen, dass je größer die Kettensäge ist, desto schneller ist auch die Umlaufgeschwindigkeit. Das ist allerdings falsch. Denn je kleiner die Kettensägen sind, desto höher sind auch die Umlaufgeschwindigkeiten des Kettensägenblatts. 95% der verkauften Schnittschutzhosen sind mit der Schnittschutzklasse 1 ausgestattet. Jetzt auch die Frage, was genau ist denn dieser Schnittschutz? Der Schnittschutz ist eigentlich ein Faden. Es ist ein Polymerfaden, der äußerst reißfest ist. Genauer gesagt gehört er zu den reißfestesten Fäden der Welt. Und die sind in unterschiedlichen Schichten übereinander gelegt und dann eben verbaut. Und der Faden hat die Aufgabe, sich um das Kettensägenblatt, wenn sie eben auftritt, sich drum zu wickeln, beziehungsweise das Antriebsrad des Kettensägenblatts zu blockieren. Dann habe ich mich auch gefragt, wann muss ich denn eine Schnittschutzbekleidung austauschen? Und hier die Antwort: nach 5 Jahren. Das ist so die Faustformel. Nach 5 Jahren sollte man die Bekleidung austauschen, denn man ist ja auch in der Sonne unterwegs, sprich UV-Strahlen, man schwitzt, man wäscht die Bekleidung auch. Und das strapaziert das Material so, dass man sagt, nach 5 Jahren ab Kaufdatum sollte man eben die Bekleidung wechseln, austauschen. Was ich auch noch erwähnen muss, ist, dass die Schnittschutzbekleidung dann ausgetauscht werden muss, wenn das Obermaterial durchtrennt ist und ich sehe das Schnittschutzmaterial, dann muss die Schnittschutzhose ausgetauscht werden. Genug Theorie, sprechen wir über die Kollektion. Wir haben unterschiedliche Kollektionen mit aufgenommen. Einmal diese klassischen Standardkollektionen, die wir auch später im Video sehen werden, wie sie auch angezogen aussehen. Ja, das ist die grüne Kollektion, diese aus Baumwollpolyester, das Mischgewebe. Dann haben wir auch eine Warnschutzkollektion, die schon aus Stretchgewebe besteht, mit 16% Nylon. Hier haben wir auch ein 4-Wege-Stretchmaterial und die leitet sich von der Highlight-Kollektion ab, die ich euch hier zeige. Und zwar sprechen wir über die Forest Jack Red Kollektion. Das ist eben eine Kollektion, die mit 8% Nylon ausgestattet ist, auch Mischgewebe. Das heißt einfach, dass die Hose sehr, sehr strapazierfähig ist, dass sie auch ein Stück weit wasserabweisend ist, atmungsaktiv ist, aber auch sehr dehnbar. Hier sprechen wir auch von einem 4-Wege-Stretch-Material. Was natürlich nicht fehlen darf bei dieser Hose ist der Lüftungsschlitz bzw. die Lüftungsschlitz in den hinteren Oberschenkelbereichen, dass gerade bei warmen Temperaturen auch hier die Kühlung stattfindet. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man hat den Reißverschluss mit Stoffpatten überzogen, dass ich eben den Stoffbezug bzw. den Lederbezug vom Autositz eben nicht zerreiße. Die Hose gibt es auch nur in Bundvariante, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, da man mir gesagt hat, dass diese klassische Latzvariante zu Stauhitze führt. Das heißt, die Hitze, die eben durchs Arbeiten entsteht, wandert eben am Latz entlang und bleibt unter meinem Helm stehen, und das kann zu Kopfschmerzen führen. Und das habe ich, hat man mir zumindest gesagt, bei der Bundhose nicht mehr. Aber Latzhosen sind natürlich auch sehr bequem, da ich keinen Gürtel brauche, der ein Stück weit auch einschneidend ist. Ja, und gerade bei der Bundhose haben wir auch die Möglichkeit, Hosenträger anzubringen. Man muss sich auch keine Sorgen machen, dass der Lendenbereich nicht ausreichend gewärmt wird, denn hier haben wir zusätzlichen Stoff, der eben den Lendenbereich ausgiebig wärmt und schützt. Bei der Hose haben wir auch einen Zeckenschutz. Ganz wichtig, wenn ich im Unterholz arbeite, ist das eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Das war es im Endeffekt schon, aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch ein Video zeigen, wie das Ganze auch in Aktion aussieht. Viel Spaß dabei!
Das ist der Ausblick unserer neuen Schnittschutzkollektion. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren. Und wenn euch das Video wieder so gut gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, aktiviert die Glocke. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Mo.